heute uns überlegt, wir machen heute mal ein bisschen Sightseeing durch Houston. Ja, nehmen wir euch mal mit. Wir sind gerade an dem George B. Heines Waterfall Park angekommen. Da hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, haben die Mexikaner noch immer, wenn die 16 oder 15 werden, so ein... Ich habe vergessen, wie das heißt. Ich gucke später mal nach und schreibe es euch rein. Hier sind Leute und die machen schön Bilder von diesem wunderschönen Wasserfall hier. Richtig schön. Hier hinten ist auch noch eine, die auch gerade Fotos macht. Wow, das ist so richtig schön. Ja. So, als nächstes haben wir jetzt gerade gesehen, dass hier so ein Foodtruck-Festival ist, mitten in Downtown. Man kann es auch schon hören und ein bisschen was sehen. Wir laufen jetzt gerade vom Auto dahin. So viel ich weiß nicht, ob es in Texas generell war oder ob es in Houston war oder in Austin. Bin mir nicht ganz sicher. In Austin? Ja. Ja, in Austin ist ja das Ganze mit den Foodtrucks geboren quasi. Also das heißt, wir sind jetzt hier sozusagen in der Geburtsstätte der Foodtrucks. Also nicht ganz, aber ein paar Meilen davon entfernt oder in der nächsten Stadt. Wenn sich eine Portion teilt und dann einfach ganz viele isst, finde ich das Allerbeste. Zu allem Guten haben wir jetzt auch noch rausgefunden, also wir stehen vor dem Eingang und es kostet auch noch Eintritt, was ja, man muss ja nicht schon genug Geld ausgeben auf einen Foodtruck, aber meine Güte, was soll's. 10 Dollar pro Person, Halleluja, ne? Aber gut, da hinten, die beiden, die wollen nicht mehr rein. Die haben die Tickets online gekauft, die geben uns 2 Tickets für 10 anstatt 2 Tickets für 20. So, nicht nur, dass es schon Eintritt kostet, muss man jetzt auch noch wunderbar in der Schlange stehen, in der Hitze, bei 40 Grad. Wir hatten aber Glück gerade, und zwar habe ich eben Geld. Schon gesagt. Man wird mich wahrscheinlich nicht hören, aber schau mal, was es hier gibt. Wir haben uns jetzt gerade ein kühles Getränk geholt und sitzen im Schatten auf dem Boden und so. Hier geht es jetzt einigermaßen, aber in der Sonne oder mit was warm zu essen, vergiss es. Das ist, keine Ahnung, ich glaube, da braucht man ein paar Jahre, bis man daran gewöhnt ist.
wir sind mittlerweile Downtown angekommen. Wir waren hier schon mal auf der Main Street. Hier sind Clubs und Bars und Essen und alles Mögliche. Ist eigentlich richtig schön. Sieht ganz leicht aus wie New Orleans. Ja, hier ist so genau die Mitte. Richtig hübsch. Und da ist mein Ehemann. Wir haben uns gedacht, wir trinken mal aus Bechern, weil es einfach besser ist. Sieht das so aus wie ein freies Verkaufsschild oder so? Mal sehen, da kommen auch die. Hier, dieses Haus sieht ja schon fast aus wie so ein Fachwerkhaus in Deutschland, oder? Irish Pub. Und hier, da fährt einfach die Straßenbahn drüber. Hübsch. Sehr schön. Ja. Also, obwohl es hier auch ziemlich viele Obdachlosen auf den Straßen gibt, hier ist es trotzdem extrem sauber und man fühlt sich richtig wohl und sehr schön hier. Sieht das hier nicht aus wie ein Hut von Harry Potter? Ist es Gryffindor oder ist es Hufflepuff oder Slytherin? Man weiß es nicht. Ah, schön! Ein Zauberhut. Hier. Also es ist unglaublich schön hier. Ich kann es nicht oft genug sagen. Was halten Sie von Downtown? Viel. Ja. Was heißt viel? Mehr als wenig. Mehr als wenig. Was soll das denn bedeuten, bitte?